Freunde, herzlich willkommen in so etwas Wüstenartigem. Leute, ich befinde mich in Dubai und wir sind gerade auf so einer Safari und ich dachte mir, jetzt filme ich euch einfach, nehme ich euch einfach mal mit, mich hier ein bisschen mit dem Quad rumdüse. Es geht gleich los. Wir pitzen jetzt ein bisschen hier über die kleinen Dünen rüber. Bin mal gespannt, wie es wird. Die haben mir eine Instruktion gegeben, aber die wissen gar nicht, dass ich King bin, dass ich schon Motorrad fahren kann, wie so ein junger Gott. Okay. Das sieht doch gut aus. Komm, wir warten. Okay. Okay, Freunde, das ist schon ein bisschen wackelig, sag ich euch. Warum hängt denn hier so ein Kabel rum? Da sollte ich mir Sorgen machen? Ich denke nicht. Junge, das sind Kamele, Mann! Na komm, ziehen wir durch. Ich bin im Geschwindigkeitsrausch. Kann man mit den Dingern so driften? Freunde, ich kann ja mal kurz drüber reden, warum jetzt so die ganze Zeit keine Videos kamen. Ich hatte Klausurenphase im Studium und ich war vielleicht auch ein bisschen faul. Gelegentlich. Warum ist der so viel schneller als ich? Oh fuck. Ich war vielleicht ein bisschen faul und war gelegentlich nicht zu Hause. Und dann kam das eine halt zum anderen und im Endeffekt kam dann nicht mehr so viel. Das tut mir auf jeden Fall leid. Aber Leute, ich bin fresher denn je zurück. Das habe ich jetzt auch schon so oft gesagt. Aber diesmal meine ich das auch so. Alter. Okay. Das ist schon ziemlich interessant hier. Auf jeden Fall, Leute, ich habe bald meinen offenen Motorradführerschein. Und wenn alles gut klappt, dann steht bald auch schon ein neues Bike bei mir auf dem Hof. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt drauf sein. Ich bin es auf jeden Fall. Mich würde nämlich sehr interessieren, was da jetzt kommt, wie das alles wird und so weiter. Oh, nee, wir sind kleine Offroader jetzt. Damn, das ist nice. Ich glaube, hier darf ich nicht raus, aber das hat auch schon der ein oder andere gemacht. Ja, Thema Motorrad. Hier Motorrad ausleihen ist schwerer als gedacht. Ich habe keinen Bock hier Unmengen an Geld, weil Leute, ich bin Student, ne, das dürft ihr nicht vergessen. Ich habe keinen Bock hier Unmengen an Geld jetzt auszugeben, um mit Motorrad auszuleihen. Deswegen wird es leider nur dieses eine Video. Aber wenn ich zurück in Deutschland bin, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf was gefasst machen. Dann werden nämlich wieder Videos gescheppert. Und jetzt scheiß mal auf das Gespräch. Ich fahre jetzt einfach hier ein bisschen lang, gucke und ja, ich weiß gar nicht, wie schnell ich fahre. Ich traue mich gar nicht nach unten aufs Tacho zu gucken. Der Typ eben meinte noch so, der hier gerade die Instructor, der meinte, wir sollen die ganze Zeit die Hände dran lassen. Und ich dachte erstmal, willst du dich verarschen? Ich weiß, wie das geht. Bin schon mal Offroad gewirkt. Aber es ist tatsächlich ziemlich wackelig. Vielleicht kommt das auf der Kamera gar nicht so extrem rüber, wie es ist. Boah, warum ist der eine so schnell? Warum bin ich so langsam? Ich will auch so ein rotes Quad. Die sind schneller. Komm, wir sind Offroader. Ich gucke hier jetzt hoch. Oh shit. Kann man hier eigentlich... Ich kann das echt gut. Leute, ich kann das gut. Ich bin richtig krass im Quad fahren, wusstet ihr das? Komm, wir gucken hier jetzt rüber. Und Alter! Was war das denn, Mann? Warte, was war Vorderradbremse? Okay. Ich fahr jetzt einfach hier lang. Mittendurch! Oha.
Ey, ich mache jetzt mal richtig auf kleinen Offroader hier. Und jetzt fahre ich einfach hier runter. Glaubt ihr, ich schaff's auch da hoch? Ah, wir versuchen's. Ja, easy. Warum habe ich dir überhaupt so Gedanken gemacht, Mann? Das war ja leicht. Oh, jetzt kommen da die ganzen Pezer. Aber ich habe Größeres im Visier. Ah, komm, Leute, ich brauche eine neue Challenge. Ich brauche definitiv eine neue Challenge. Oh shit. Oh. Warum ist das so eine Riesenkante gewesen? Boah, hat sich mich jetzt gemaut, Alter. Nein, ich maul ihn nicht, ich bin Fusi, Fahrstrecken-Rennen. Ich war leider auch gar nicht richtig krass auf dem Fahrstrecken. Wir lassen den kurz durch und vielleicht schaffen wir, komm, ich versuch's jetzt. Boah, ich hab's geschafft, der Ejung. Leute, das ist es, ich bin's einfach. Ganz vorsichtig hier lang und runter. Nice. Ich glaube, man darf da gar nicht drauf, weil das schon abgesperrt war, aber das war mir jetzt egal, weil ich bin ein kleiner Tyrann. Ja, ich habe für alles bezahlt, also nutze ich hier auch alles. I'm the fastest on the track. Ich habe euch ja gesagt, dass es ziemlich schwer ist, hier in ein Motorrad zu kommen. In der Wüste kann ich mir das sogar gut vorstellen, weil wenn das auf dem Quad sich schon so, ja, schwammig will ich nicht sagen, aber das ist schon, gibt auf jeden Fall leichtere Dinge, und wenn das dann auf dem Quad sich schon so komisch anfühlt, dann kann ich mir vorstellen, dass man da auf dem Motorrad richtig abkratzt. Aber Freunde, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Mit dem Driften. Was ist Vorderrad und was ist Hinterrad? Das war, glaube ich, die Vorderradbremse. Okay. Fahren wir weiter nach hinten durch. Dann versuchen wir es nochmal mit der Hinterradbremse. Muss hier fliegen? Wir fliegen! Wir fahren einfach mal wieder hier hoch. Und dann fahren wir hier wieder runter. Und da hinten lege ich jetzt mal einen kleinen Drift ein. Das hoffe ich mal nicht, das ist nicht peinlich. Okay, die Bremsen sind echt nicht stark. Alter, guckt euch das mal an. Kann ich hier Donuts machen? Naja, vielleicht bin ich auch einfach noch nicht so geprobt im Quadfahren. Komm, wir versuchen es nochmal, Alter. Ich will das jetzt schaffen. Ich will hier jetzt einen Donut machen. Guckt euch das an! Okay, ich lasse es, sonst kippe ich hier gleich hoch. Freunde! Aua! Ich hab das voll mein Bein hier eingeholt. Na komm, komm, komm! Boah, alles voll mit Sand. Fuck. Freunde, ich fahre jetzt noch ein bisschen rum. Vielleicht schneide ich noch irgendwas mit rein. Falls nicht, dann freue ich mich auf jeden Fall für ein. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach dieser langen Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen dicken Daumen nach oben da. Fuck, das ist echt fucking. Warum wobbel ich? Das sieht man vielleicht an meinem Arm. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und seid gespannt. Freut euch auf die nächsten Videos. Ja, der fährt ohne Helm.
euch auf die nächsten Videos. Haut rein und...